The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die große Zeit wird trüb sein. Denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Bald wird für uns eine Zeit der Trübsal beginnen, wie es sie nie zuvor gegeben hat. Wir werden eine Erfahrung benötigen, die wir jetzt noch nicht besitzen und die zu erwerben viele zu träge sind. Es stimmt, dass Schwierigkeiten in der Erwartung häufig schlimmer ausfallen als in der Wirklichkeit. Das trifft aber nicht auf die bevorstehende Krise zu. Die lebhafteste Schilderung kommt an das Ausmaß dieser Feuerprobe nicht heran. Während unser teurer Heiland für uns Versöhnung schafft, sollten wir danach streben, in Christus vollkommen zu werden. Gottes Vorsehung ist die Schule, in der wir lernen sollten, so sanft und demütig wie Jesus zu werden. Der Herr zeigt uns die wahren Ziele des Lebens und nicht den Weg, den wir wählen würden, weil er bequemer und angenehmer ist. Niemand kann dieses Werk versäumen oder hinausschieben, ohne sein Seelenheil schwer zu gefährden. Der Apostel Johannes hörte in einer Vision eine laute Stimme vom Himmel rufen: Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Furchtbar sind die Szenen, die zu solch einem Ausruf der himmlischen Stimme veranlassen. Der Zorn Satans steigert sich, während seine Zeit immer kürzer wird. Sein Täuschungs- und Zerstörungswerk erreicht seinen Höhepunkt in der Zeit der Trübsal. Gottes Langmut ist zu Ende. Die Welt hat sein Gnadenangebot zurückgewiesen, seine Liebe verachtet und sein Gesetz mit Füßen getreten. Die Bösen haben die Grenzen ihrer Gnadenfrist überschritten. Deshalb zieht der Herr seinen Schutz zurück und überlässt sie der Gnade des Führers, den sie sich gewählt haben. Satan wird alle beherrschen, die sich unter seine Herrschaft gestellt haben. Er wird die Erdenbewohner in eine letzte große Trübsal hineintreiben. Wenn die Engel Gottes die heftigen Stürme menschlicher Leidenschaft nicht mehr zurückhalten, werden sämtliche Elemente des Streits losgelassen. Die ganze Welt wird in einen Ruin hineingerissen, der schrecklicher sein wird als der des alten Jerusalems. Mitten in dieser Zeit der Trübsal, einer Trübsal, wie es sie noch nie gegeben hat, seit es Menschen gibt, werden Gottes Auserwählte unbewegt stillhalten. Satan kann mit seinen Heeren auch den Schwächsten der Heiligen Gottes nicht verderben. The Lord is coming. Are you ready?